Jeder kennt es, dieses beruhigende Schnurren einer Katze. Aber hast du dich jemals gefragt, warum Katzen wirklich schnurren? Ist es ein Zeichen für Glück oder steckt vielleicht viel mehr dahinter? Tatsächlich ist das Schnurren eine der geheimnisvollsten Fähigkeiten von Katzen und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sogar heilende Kräfte haben könnte. Bleib dran, denn heute enthüllen wir das faszinierende Geheimnis des Katzenschnurrens. Viele denken, dass Katzen nur schnurren, wenn sie glücklich sind, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Katzen schnurren in verschiedenen Situationen. Wenn sie sich wohlfühlen, zum Beispiel beim Kuscheln, oder wenn sie entspannt liegen. Zur Kommunikation: Katzenbabys schnurren, um ihre Mutter zu beruhigen. Katzen schnurren auch, wenn sie verletzt oder krank sind. Das klingt paradox, oder? Doch genau hier wird es spannend. Katzen schnurren nicht nur zur Entspannung, sondern auch zur Heilung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Schnurren einer Katze eine besondere Frequenz hat. Zwischen 25 und 150 Hertz. Und genau diese Frequenzen können Heilungsprozesse im Körper fördern. Studien zeigen, dass diese Schwingungen Knochen schneller heilen lassen, Muskeln entspannen, Stress reduzieren, Schmerzen lindern. Das erklärt, warum verletzte Katzen oft schnurren, sie aktivieren, damit ihren eigenen Heilungsprozess. Aber hier kommt das Erstaunlichste. Diese Frequenzen wirken nicht nur auf Katzen, sondern auch auf Menschen. Hast du schon einmal gemerkt, wie beruhigend das Schnurren einer Katze auf dich wirkt? Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass das Schnurren Stress abbaut, den Blutdruck senkt und sogar unser Immunsystem stärken kann. Kein Wunder, dass Katzen oft als Therapietiere eingesetzt werden. Ihr Schnurren hat eine nachgewiesene beruhigende Wirkung auf Menschen. Also, wenn deine Katze das nächste Mal auf deinem Schoß schnurrt, genieße es, es tut nicht nur ihr, sondern auch dir gut. Das Schnurren einer Katze ist viel mehr als nur ein Zeichen von Wohlbefinden. Es kann Schmerzen lindern, Heilung fördern und sogar uns Menschen helfen, gesünder zu bleiben. Jetzt bist du dran. Wann schnurrt deine Katze am meisten? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, uns ein Like dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren, so verpasst du keine spannenden Tierfakten mehr. Bis zum nächsten Mal.